Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Snorada. Yes, dieses Mal sind wir unterwegs mit dem Twinsteer. Yes, und wenn wir mit dem Twinsteer unterwegs sind, müssen wir höchstwahrscheinlich Sachen transportieren, die 4 Inventar-Slots groß sind. Und das machen wir auch heute. Denn wir verlegen ein großes Rohr bei Rohrersatz. So, wir gucken mal einmal in die Aufgabe. Der Austausch der Rohre befindet sich in der Endphase. Die Rohre an der Straße sind die letzten. Hilf uns, sie zu installieren und du wirst gut bezahlt. Yes, das ist nämlich hier hinten ganz, hinter der Raffinerie oder was auch immer. Da haben wir ja hier schon mal die Pipeline repariert. Und die geht hier noch ein bisschen weiter. Genau, hier bei dem Wachturm waren wir. Und hier habe ich nämlich noch entdeckt, dass es dann noch einen Auftrag gab. Halt, Rohrersatz. Und da müssen wir noch, ja, das Rohr hinliefern. Das heißt, Warnleuchten aktivieren, hier den Kanal abonnieren und, ja, fahren wir mal los mit dem Twinsteer. Ich hatte zuerst überlegt, vielleicht irgendeinen anderen Truck zu nehmen. Damit Pritschenauflieger. Aber da dachte ich mir, oh Mann, wenn der Auftrag vorbei ist, dann musst du den Pritschenauflieger da schon wieder wegbringen. Aber nicht mit dem Twinsteer. Yes, der nimmt das nämlich einfach so. Und wir gucken mal, ob wir hier durchs Wasser kommen oder ob der Auftrag gleich schon gescheitert ist. So, wir müssen ein bisschen enger fahren hier. Aber guck doch mal, das sieht doch ein bisschen schief aus, aber wir richten uns gleich wieder auf. Jawohl. Sehr schön. Als ob wir ein U-Boot da hinten drauf hätten. Okay, jetzt hat der Lastengang nichts gebracht. Gut, dann machen wir noch Differentialsperre an. Oh oh. Ich glaube, ich habe den Schwung da so ein bisschen rausgenommen. Kann das sein? Oder wir hängen einfach irgendwo fest. Ja, okay. Vielleicht hängen wir gleich hinten mit der Achse irgendwo fest. Ich glaube, sind wir nicht letztes Mal genauso gefahren? Und hängen dann auch irgendwie fest? Uiuiuiui. Mal kurz gerade drehen. Das war schon wieder viel zu knapp. So. Und am liebsten würde ich hier nämlich rechts lang fahren. Was ist denn hier los? Sind da irgendwelche Steine, die man nicht sieht oder so? Kann das sein? Uiuiuiui. So. Okay. Vielleicht ist es nicht unbedingt die beste Strecke, um den Twinsteer zu nehmen. Weil man doch sehr viele... Ja, normalerweise müsste sich der LKW viel mehr verstecken können und so weiter. Aber der Twinsteer ist ja steif wie ein Brett. Vor allem noch mit so einem geladenen Rohr. Uiuiuiui. Eigentlich ist der Twinsteer ein riesengroßer Fleetstar. Deswegen mag ich den so gern. So. Wir fahren hier durch. Und dann nehmen wir natürlich die asphaltierte Straße drauf. Guck mal, wir haben schon so viel verbraten. Uiuiuiui. Können wir hier einmal kurz irgendwie auftanken oder so, wenn wir hier durchfahren? Nee. Hier ja leider auch nicht. Dann hole ich hier, glaube ich, mal kurz einen kleinen Tankwagen raus. Damit wir hier nochmal mit vollem Tank rausballern können. So, wir gucken mal, was haben wir denn in der Werkstatt? Haben wir schon irgendwo einen Tank drauf? Oh, wie viele Fahrzeuge wir haben. Der Tatra. Tatra, it is. Er hat auch einfach die beste Hupe. So, wir fahren da mal ein bisschen näher dran.
Nachtanken. Vom Tatra. Nicht vom Gepäckträger. Ach, das ist ja nur der Service auf. Ach, ist egal. Ich dachte, das wäre ja der Tank, aber nee, das ist ja nur der Serviceaufbau. So. So, sind die Warnleuchten aktiviert? Jawohl. Sehr gut. Ihr habt ja auch schon abonniert. Dann ist alles gut. Wir fahren hier weiter. Genau. Der Twinsteer wäre noch cooler, hätte der oben statt diesem Schild White Load vielleicht lieber noch ein paar Kanister drauf oder sowas. Das wäre auf jeden Fall cool. Da bin ich dann ja auch gespannt bei dem neuen Spiel, was kommen soll, Expeditions, wie das so sein wird, weil das sieht ja so aus, als ob man überall Kanister dran ballern könnte. Ich glaube, wir fahren hier geradeaus. Uiuiui. Und vielleicht im Lastengang. Ja. Lass mal einen Lastengang. Mit Differentialsperre. So, hier könnte das kritisch werden. Können wir aufsetzen. Uiuiui, also. Das sieht mir sehr kippanfällig aus hier. Vielleicht hätte ich kleinere Reifen nehmen sollen und die Höherlegung rausnehmen sollen mit dem Twinsteer, aber da denke ich mir auch schon wieder, wir müssen hier auch durch Matsch und so weiter. Das ist schon wieder dann kontraproduktiv. So, aber hier sollte das jetzt erstmal so gehen. So, gibt es eigentlich noch eine andere Straße oder einen anderen Weg dahin? Weil da vorne führt ja noch ein Weg lang. Habe ich nämlich noch gar nicht ausgekundschaftet. Hier theoretisch. Ah, der führt hier auch einfach nur in den Sumpf. Aber hier sieht das auch so aus, als ob da so eine Straße wäre, ne? Oder mal war. Will ich hier rumfahren? Oder will ich hier durchfahren? Ja. Das ist jetzt die Frage. Wie sieht der Fluss aus? Und wie sieht das da aus? Ich glaube, wir werden einen Kran brauchen. Denn ich versuche es jetzt einfach mal hier lang. Und hier sind sehr viele Steine leider. Die wir dann auffahren und dann immer hin und her schwanken und vielleicht sogar kippen. Oh, die sind echt nicht cool. Und dann müssen wir noch mal gucken, ob wir da hinten überhaupt durchs Wasser kommen. So, hier haben wir ein bisschen Schaden gekriegt. Aber das ging. Aber die Strecke ist cool. Bis jetzt. Sieht ganz okay aus. Ich glaube, hätte ich den Tiger genommen mit Plitschenauflieger, hätte der hier überhaupt keine Probleme. So, und da wird es dann schlammig. Ich gucke nochmal auf die Karte. Theoretisch hier einfach geradeaus durch, ja. Irgendwie. Wir schauen mal. Und wir schauen vor allem mal, wie krass der Schlamm hier ist. So, Differentialsperre ist an. Wir sind im Lastengang. Und im Moment kommen wir gut durch.
Okay, das war jetzt aber auch nur das erste von vielen Hindernissen. Ja, guck mal, hier gabelt sich auch der Weg. Und man muss sich entscheiden. Verdammt, fahre ich links oder rechts? Ah, aber rechts sieht mir das nach mehr Wasser aus. Ah, ich weiß es nicht. Aber das könnte jetzt natürlich auch so ein bisschen täuschen, dass es rechts vielleicht dann doch besser vorangeht, obwohl das da ein bisschen überschwemmter ist. So, aber wir fahren auf jeden Fall hier durch das komplette überschwemmte Gebiet, was auch ziemlich nice ist. Gefällt mir. Guck mal, da hinten sehen wir schon das rote Haus, wo wir theoretisch hin müssen. So, eigentlich will ich nicht stehen bleiben, aber ich muss mal gucken. Genau, eigentlich echt nur geradeaus drauf zu. So, jetzt ist nur die Frage. Ja doch, ich fahre hier mal hier außen rum. Weil hier noch ein paar Bäume sind. Ein paar festere Bäume, an denen wir uns winden könnten. Guck mal, aber. Uiuiuiui. Kann das sein, dass es hier so ein bisschen so ein Geheimtipp ist? Weil die Strecke, die schaffen wir ja jetzt echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Da bin ich mal froh, dass ich da mal den Weg genommen habe. Das ist doch ganz klar eine Majusch-Abkürzung. Sehr cool. Guck mal, von da aus könnte man dann auch kommen. Ja, das Einzige, was hier jetzt noch Probleme bereiten könnte, wäre hier noch die Stelle, dass es dann zu tief ist oder so. Aber ja, das geht fit. Uiuiuiui. Oh, da müssen wir noch was anderes für die Folge ausdenken. Ich habe gedacht, wir brauchen jetzt so mega lange dahin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das ist Rohr. Fertig. Aufgabe beendet. Rohrsatz. Die Bestellung ist abgeschlossen. Du bekommst dein schwer verdientes Geld. Ey, wie war das gar nicht so schwer verdient? Na gut, die Stellen am Anfang waren ein bisschen. Die Stellen am Anfang waren schlimmer als die hier. Krass. Nun gut. Ja. Der Twinsteer ist halt einfach. Krass. Na gut. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, gerne Kommentar, Abo und so weiter. Und Daumen nach oben. Nee, es geht noch weiter. Ich guck mal, was wir noch machen können. Yes, und da sind wir mit dem Tiger. Ich habe ihn gerade eben mit dem Twinsteer verglichen und dann wollen wir das auch gleich machen. Und wir laden aber ein bisschen was Schwereres, den Ölbohrer, für es werde Öl. Das ist nämlich der Auftrag, den wir bei der Tankstelle uns geholt haben. Da, oi, unsere Ölbohrtürme brauchen besondere Sorgfalt. Sie benötigen Ersatzteile. Liefert er 3 Teile, dann wirst du bezahlt. Yes, und wie ihr seht, ein Ölbohrer zum ersten Bohrturm. Noch einen zum zweiten und zum dritten. Also dreimal dieselbe Strecke fahren. Und wir fahren diesmal einfach nur die eine. Und die anderen beiden, ja, die kann ich ja zwischendurch immer so reinwerfen, würde ich sagen. So, Warnleuchten aktivieren, ihr den Kanal abonnieren, habt ihr ja schon, hoffentlich. Und wenn nicht, dann macht das. So, geht los. Wir gucken mal, wie sich dann jetzt der Tiger mit dem Pritschen Auflieger schlägt, im Gegensatz zum Twinsteer. Ich hatte es ja gesagt, dass der Tiger dann wahrscheinlich überhaupt keine Probleme hat. Mal gucken. So, aber jetzt mit dieser neuen Strecke, die wir gefunden haben. Ey, ich muss sagen, das könnte jetzt sehr einfach werden, der Auftrag. Ich hatte nämlich zuerst gedacht, wir müssen dann komplett durch den Wald fahren. So wie ich das eigentlich auch machen wollte mit dem Twinsteer. Aber wir sind da ja jetzt echt ziemlich schnell durchgekommen. Also das ist auf jeden Fall eine potente Abkürzung. So, ich mache mal Lastengang Plus an. Differentialsperre ist ja immer an und Allradantrieb auch.
bei dem guten Tiger. Und wir schauen mal, wie er hier durchkommt. So, wir fahren eigentlich, glaube ich, genauso wie mit dem Twin Steer. So, aber wir gehen zurück in den Lastengang. Das sieht schon mal nicht ganz so gut aus. Allerdings muss man noch sagen, die Pritsche selbst wiegt ein bisschen was. Jetzt sind wir natürlich auf den Stein aufgefahren. Na komm. Lass wir zurückrollen. Und der Ölbohrer ist, glaube ich, auch schwerer als das große Rohr. Also, das ist zur Verteidigung vom Tiger zu sagen. Ansonsten, ja, ist natürlich auch besser, wenn man eine angetriebene Achse ganz hinten hat. Unter der Last. Oh, hier diese Steine, die machen uns das Leben aber echt schwer. So, jetzt im zweiten Anlauf. Ah, komm. Ansonsten, ich versuch mal. Ah, da vorne an den Baum komme ich noch nicht. Dann vielleicht den hier. Yes. Genau. Denn die Steine sind hier so ein bisschen das Problem. Ich weiß gar nicht, hat der Twin Steer größere Reifen? Sind die größer als die Mattstreifen hier vom Tiger? Es wirkte irgendwie auf jeden Fall so. Und auch, als ob der Tiger ein bisschen, der Twin Steer ein bisschen höher wäre vorne, aber kann auch täuschen. So, immer in Automatik. Das sollten wir ja jetzt so schaffen. Genau, hier sind wir schon wieder auf der Straße. Easy, sehr schön. So. Vom Tank her auch alles kein Problem. Sehr schön. Und jetzt kommt hier der geheime Weg, den ich vollkommen vernachlässigt habe sonst. Aber ich meine, er hat uns sowieso nichts gebracht. Denn die Pipeline war ja noch kaputt. Jetzt, wo die Pipeline repariert ist, jetzt können wir den auch gut nehmen. So, ich gehe mal einen Lastengang. Oh, Lastengang plus vielleicht. Yes. Sieht doch ganz gut aus. Ja, die Steine machen dem Tiger hier ein bisschen zu schaffen. Die stoppen uns hier mal so ein bisschen. Da versuche ich hier gar nicht erst auf die Steine raufzufahren. Oh ja, stimmt. Hier vorne der Stein. Der sieht auch noch krass aus. Hier haben wir auch ein bisschen Schaden gekriegt mit dem Twin Steer, aber ich bin auch einfach drauf los. Jetzt weiß ich es natürlich ein bisschen besser. Ja. Und ich muss sagen, der Tiger enttäuscht natürlich nicht. Das ist ja ein richtig krasser Truck. So, wir fahren hier trotzdem mal im Lastengang, nicht im Lastengang Plus. Damit wir nicht zu schnell werden. Und der Auflieger kontrolliert hier runterkommt. Und uns nicht so nach unten schiebt. So. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, wie wir hier durch den Matsch kommen. Aber da mache ich mir eigentlich nicht ganz so krasse Gedanken. Denn der Tiger ist eigentlich dafür gemacht. So, wir müssen da vorne wieder links. Also wir nehmen einfach mal genau denselben Weg wie mit dem Twin Steer. Nur, dass wir gleich nochmal ein kleines bisschen weiter müssen. Da weiß ich auch gar nicht mehr, wie da der Weg ist. Ich weiß nur noch, dass da ja überflutet ist. Aber wie genau der aussieht, muss ich mal gucken. Aber das sehen wir dann ja. Ich glaube, ich gehe mal Lastengang plus. Ich bin mal ein bisschen. Ah, guck mal, jetzt fängt es aber auch noch an zu regnen. Ah, das ist natürlich
unfaire Bedingung für den Tiger. Ja. Geh mal zurück in den Lastengang. Ja. Das sind einfach unfaire Bedingungen. Weil jetzt fängt es an zu regnen. Und ich glaube, in dem Spiel ist es so programmiert, wenn es regnet, wird der Schlamm schlammiger. Und ja. Man kommt nicht mehr ganz so gut voran. Mal gucken, ob wir uns mit dem Baum auf dem Boden helfen können. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die sind ja erstaunlicherweise öfter mal ziemlich robust. So. Ja, okay. Also, wir können uns merken, die Strecke hier bei Regen ist nochmal ein anderer Schnack, glaube ich. So, und wir fahren. Ja. Ich glaube, genau. Hier links von den Bäumen sind wir auch lang gefahren. Ja, da sieht das auch zu schlammig aus. Aber es geht schon mal voran. Das ist auch schon mal gut. So, hier sind noch ein paar Wurzeln, ne? Ja, genau. Hm. Das könnte jetzt nämlich auch noch ein bisschen problematisch werden vielleicht. Aber, ne, wir kommen drauf. Das ist gut. Nicht, dass die da zwischen den Achsen irgendwie... dass wir da dann hängen bleiben. Apropos. Die Achsen vom Anhänger haben es nicht geschafft. So, ich zieh mal hier so ein bisschen hinten am Tiger. Yes. Sehr gut. Ja, weil die Räder natürlich hinten beim Pritschenauflieger nicht für diese Umgebung gedacht sind. Und ich glaube, die sind auch kleiner, ne? Ja, die sind auch ziemlich klein im Gegensatz zu denen vom Tiger und vom Twin Steer sowieso. Also. Na gut, wenn ich könnte, würde ich den Bora auch mit dem Twin Steer transportieren, aber der braucht leider 5 Plätze. Nicht 4. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wäre schöner oder wäre cool, wenn man den Twin Steer noch so ein bisschen irgendwie ausfahren könnte. Wie die Anhänger für 40 und 20 Fuß Container und sowas bei LKW. Gibt es ja auch welche, die man dann so ausfahren kann. So, zusammengefahren passt da perfekt ein 20 Fuß drauf und ausgefahren passt da ein 40 und 45 Fuß drauf. Also... das wäre doch ganz schön, wenn man den Twin Steer dann so schön ausfahren könnte und dann hätte man Platz, noch einen Platz mehr. Ich glaube, dann wäre er aber auch zu stark in dem Spiel. Vor allem mit Allrad und sowas. Also ich finde ihn auch so schon ziemlich stark. Ohne Allrad war er auch schon ziemlich gut. Aber mit Allrad, ey. Ist wirklich mittlerweile, glaube ich, einer meiner Lieblingstrucks. Ach, guck mal, pünktlich, wo wir aus dem Wasser sind, hört es auf zu regnen. Ach ja. So, 175 Liter haben wir noch. Ja. Und wie ihr seht, der Twin Steer ist weg. Ich habe ihn geborgen. Weil, was soll ich hier mit dem? Und ja, jetzt müssen wir noch ein kleines bisschen mehr Strecke machen. Achso, ich hätte den Twin Steer theoretisch hier lassen können, um den Tiger hier nochmal aufzutanken. Aber, ja, was soll's. Ich glaube, den Rest des Weges schaffen wir auch nochmal mit der halben Tankfüllung. Wir haben jetzt die Hälfte hierhin verbraten. Jetzt ist nur noch die Frage, wo kommen wir hier gut durch? Hier vorne sind natürlich auch noch Steine. Okay, ich hatte befürchtet, dass wir so ein bisschen
mittendrin stecken bleiben und an keinen Baum rankommen oder sowas. Aber das ging ja jetzt doch besser als gedacht. So, wir müssen da hinten irgendwo hin. Aber hier ist ja der Weg. Der alte Weg, der überschwemmt wohl wahrscheinlich. Aber siehst du mal. Guck mal, da können wir... Müssen wir dreimal die gleiche Fahrt machen. Da können wir da vielleicht ein paar Trucks untereinander testen. Schreibt mir mal ruhig in die Kommentare, welchen Truck ihr da hier für diese Strecke mit dem Ölbohrer als nächstes sehen wollt. Am besten einen, den ich da habe. Ich kann euch sagen, Fleetstar oder sowas. Ich glaube, das wird nichts. Müsste schon, glaube ich, ein Offroad-Truck sein oder so. Den Azov. Azov könnte man vielleicht mal ausprobieren. P16 wäre natürlich cool. Allerdings hat der P16 nur einen hohen Sattel, glaube ich. Und der Pritschenauflieger braucht einen niedrigen Sattel. Ich hatte übrigens auch schon überlegt, ob man nicht den Superanhänger mit dem P16 nimmt. Super heavy. Aber der hat ja nur 8 Plätze, glaube ich, ne? Ich wollte nämlich 2 Ölboote auf einmal transportieren, aber das geht leider nicht. Braucht man dann ja 10 Plätze. Das wäre was geworden. Uiuiuiui. Und hier durch die Strecke. Ah, hier müssen wir... so viel lenken müssen wir ja auch nicht. Also das wird vielleicht sogar gehen, aber... Ja, wie gesagt. Kommt von den Plätzen leider nicht hin. Ich guck vielleicht nochmal, welche Auflieger man dann... Ach so, müssen wir da jetzt hochfahren? Ja. Ich glaube, da müssen wir am besten von der anderen Seite kommen. Das heißt, ja, die Abgabebereiche sind auch da an diesen Ölbohrern. Uiuiuiui. Also das wird auf jeden Fall nochmal eine kleine Challenge. Da hochzukommen. Achso, warte mal, aber das ist... Sind ja mehr als hier auf dem... Ah ne, doch nicht. Als hier angezeigt werden, aber nee. Das sind hier nur die ersten 3, die näher an der Straße sind. Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Da kommen wir nicht so gut lang, glaube ich. Ist ja eigentlich auch egal, welchen wir zuerst machen. Obwohl, das geht. Sehr gut. Guck mal. Jawohl. Sehr schön. Haben wir einen fertig. Und ich würde sagen, schreib mir gerne mal, mit welchen Trucks ich das nochmal ausprobieren soll. Und ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kommentar und ein Abo und... Ja, dann geht's weiter. Nächstes Mal. Und ja. Tschüss.